Hallo und herzlich willkommen zurück zur Meisterung von Legacy of the Void. In dieser Folge sind wir bei der Mission Die verbotene Waffe und wollen das Achievement uneingeschränkter Zugriff erreichen, und dafür müssen wir innerhalb von 11 Minuten das Technologiegewölbe erreichen. Das ist gar nicht mal so einfach, aber mittlerweile habe ich, glaube ich, so ein bisschen den Dreh raus. Also ich habe einige Versuche gemacht und wir schauen mal. So. Der Strahl nähert sich dem Gewölbe. Wir müssen es erreichen, bevor es zerstört wird. Spezialisierung seht ihr ja oben. Ansonsten die Units sind, glaube ich, auch eher so, wie ihr sie kennt. Das hier sind die, die auf einen zurennen und kurz stunnen. Ich weiß jetzt nicht, von welcher Fraktion oder wie sie heißen. Überfragt bin ich dort. So. Erstmal natürlich ein bisschen Eco. Das ist ja Logo. Ich orte eine große Streitmacht der Taldarin, die sich außerhalb unseres Nexus-Punkts sammelt. Wartet. Diese Protektoren wurden zurückgelassen. Ja, dann gib mir die doch mal. Sie sind sehr effektiv darin, Schilde von nahen Kriegern wiederherzustellen. Wir erwarten eure Befehle. So. Okay, noch ein paar davon und noch ein Warp Gate. Fertig. Unsere Tore sollten nun so kalibriert sein, dass wir auch sie warpen können. So, dann holen wir uns hier gerade noch 100 Mineralien ab, die es dort gibt. Bauen einen Pylon. So. Nur falls sich manche fragen, hier, warum ist er so schlecht mit Protoss? Ich bin Terraner. Ja? Ich bin kein Protoss-Spieler, deswegen mit den Hotkeys und so. Ja, lasst mich in Ruhe. So. Zack. So, jetzt haben wir 3 Warp-Gates, dann machen wir noch ein viertes. Schöne 4-Gate-Push hier. Wer kennt ihn nicht? Das olle Ding. So, warum kann ich gerade nichts reinwarpen? Aha. So, machen wir noch einen Sentry. Ein E-Sentry. Hauen hier mal die Cannon weg. Streitkräfte befinden sich in der Nähe des Phasenverschiebungsstrahls. Wir müssen wachsam bleiben und uns stets außerhalb seiner Reichweite aufhalten. So. Natürlich versuchen wir wieder möglichst wenig zu verlieren. Auch hier hohe Solarit eingelagert. Hier haben wir noch ein paar Mineralien und Gas. Ah, jetzt habe ich die Pylonen vergessen. So. Schnell mal hier nehmen, bevor wir da in den Energiestrahl geraten. So, jetzt werden wir hier nämlich angegriffen. Which is not so nice. Scheiße, da habe ich jetzt irgendwie gerade nicht drüber nachgedacht. Ich vergesse es immer wieder. Mir ist das schon so oft jetzt passiert, dass ich vergesse, dass wir da angegriffen werden. So, jetzt kommt ein kleiner Trick. Ein Energieschild der Taldarin. Wir müssen seine Energiequelle zerstören, um den Weg. Den muss man machen, sonst wird es nichts. So, jetzt müssen wir hier angreifen. Oh, ein Schild an. Müsst ihr denn immer da zu den Cannons gehen, ey?
So. Die ganzen Units hoch. Ich glaube, hier gibt es noch zwei Projektoren, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Wir haben noch mehr Projektoren entdeckt. Ich werde sie her damit. So. Ja, ja, ja. Der Run, der ist nicht gut, ich weiß. Aktiviere Protektoren in der Nähe. So, ihr kommt auch hoch. Okay, weiter geht's. Jetzt haben wir Minute 7. Okay, das hier wollte ich eigentlich anders machen. Aber die haben irgendwie schon getriggert. Ich orte mehrere Transportsignaturen, die sich auf dem Weg zur Anlage befinden. Ich will jetzt hier versuchen, die Warp Prismen rauszunehmen. Aktiviert die alten Verteidigungssysteme der Anlage und setzt sie gegen uns ein. Jetzt habe ich irgendwie nicht genug Stalker, habe ich das Gefühl, wobei es sind schon ein paar. So. Komm mal her. Ah. Das ist etwas, was ich irgendwie immer vergesse hier. So, du kommst auch mal her. Wir haben Minute 9. Keine Ahnung, ob es noch passt. Ich hoffe es einfach mal. So. Hier werden wir natürlich einen Beam anwenden. Ich habe mir das Gefühl, dass nichts mehr nachkommt. Ah, hier ist das Problem. Ja. Das heißt, wir müssen es hiermit schaffen. So. Jetzt müssen wir den Pylon hier kaputt machen. Dann sollten wir es eigentlich nach meinem Ermessen endlich geschafft haben. Oder nicht? Ach, der muss auch noch weg. Ah, fuck! Oh Gott! Yes! Ich dachte, ich hätte es jetzt geschafft. Gibt das den Erfolg? Warum steht da nichts von Erfolg? Not sure. Eigentlich war es vor 11 Minuten, wenn ich mich nicht täusche. Wieso sehe ich hier nichts von Erfolg? Ich drück mal Escape. Da ist der Erfolg. Oh, ich dachte schon. Okay, wir haben ihn noch geschafft, obwohl ich am Ende ein bisschen Mist gebaut habe. Habe ich es nochmal spannend gemacht, würde ich sagen. Also, gut, das hätten wir. Das ist doch schön. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei mir, Bredibi. Macht's gut.